Hallöchen und herzlich willkommen zur dritten Folge von Cities Skylines Snowfall live hier aus Nordheim. Ich habe erstmal pausiert. Es ist jetzt 3 Tage her, dass ich glaube ich die letzte Folge aufgenommen habe. Beziehungsweise, dass ich die ersten beiden Folgen aufgenommen habe. Und ich muss mal eben mich neu orientieren, was ich zuletzt gemacht hatte. Gut, Industriegebiet hat Nachfrage. Gewerbegebiet hat Nachfrage. Feuerwehr wurde schon gebaut, Polizei noch nicht. Grundschule vorhanden. Mülldeponie vorhanden, Arztpraxis ist auch vorhanden. Strom wird eng. Wasser ist da. Heizen können wir noch nicht. Und eine Schneedeponie ist auch vorhanden, die allerdings nur eine Spur eigentlich kehren kann. Und die andere Spur bleibt auch für immer verschneit, aber ist egal. So. Also, Industrie wird hier unten gerade auch noch einmal gebaut. Gucken, Industrie können wir uns ja schon spezialisieren. Hier unten ist Wald. Ein bisschen, nicht viel, aber okay. Ich lasse das Industriegebiet da erstmal so und schaue mich mal ein bisschen um. Hier direkt außerhalb ist schön fruchtbares Land für Landwirtschaft. Ansonsten ist hier Wald für Forstwirtschaft. Und da ganz außen gibt es Öl. Und geht das hier raus auch? Nein. Da ganz oben, glaube ich, sehe ich Eisenerz. Da oben in der Ecke. Da außen ist Eisenerz. Ganz, ganz außen rum. Sehr schön verteilt. Also man beginnt wirklich mit den kleinen Sachen. Hier mittendrin gibt es auch noch Wald. Natürlich. Ne, ich würde dann wahrscheinlich hier rechts und dieses kleine Waldgebiet anschließen. Das müsste dann eigentlich reichen für ein bisschen mehr Industrie. Einfach eine Straße nach hier. Hier machen wir dann ein kleines Rechteck, Einbahnstraße erstmal so. Einfach. Dann Stadtgebiet, wir nennen das hier erstmal, ich mache erstmal hier eins hin. Zwischendurch natürlich auf Pause. Das hier an sich ist Nordheim. Das ist der kleine Ort. Hier das Ankerviertel nennen wir mal nicht Ankerviertel, sondern tja, irgendwas, was mit dem Wald zu tun hat. Ich nenne es einfach erstmal Nordheimer Forst. Es wird immer hinterher dann, oder kann man das dann noch umbenennen? Und so. Forstgebiet. Dann natürlich kommt Industrie rein. Nein, das hier vorne ist zu viel, da möchte ich das nicht mehr hinhaben. Mal gucken, ob das ungefähr passt. Ja, passt. Dann kriegt ihr natürlich auch noch eine Wasserleitung. Ja, perfekter geht's eigentlich gar nicht. Das war jetzt unbeabsichtigt, aber perfekt. Strom kriegt ihr auch von hier am besten. Müsste trotzdem passen, jawohl. Wobei die Energie eh knapp ist. Und gerade nichts dabei ist. Ich mache mal auf Stromverbrauch. Stromsparen ist wichtig und der beste Weg dazu ist, in Gebäuden Stromzähler zu installieren. Verringert Stromverbrauch moderat und erhöht den Unterhalt um 5 Credits pro Gebäude. Ich bin mal gespannt, ob das nicht schon zu viel wird. Jetzt haben sie alle Wasserprobleme oder was? Kein Problem. Wasser können wir noch hochpushen hier. Auch mal auf 100%. Dann kann man sehen, ob wir immer noch Plus machen. Hinterher.
Was ich dann doch stark hoffe, falls das dann reicht. Wenn nicht, muss ich mir ganz schnell was anderes einfallen lassen. Noch 600 plus. 545 plus. Ja, und der Strom reicht immer noch nicht, wie wir hier vorne sehen. Können wir ein Darlehen zufällig aufnehmen? Ich habe einen. Ah, wir können. Ich mache jetzt einfach den 60.000 da. Dann zahle ich das einfache Darlehen zurück. Mache hier Stromverbrauch, ziehe ich hier wieder raus. Die Turbine können wir noch nicht und baue jetzt nach hier oben hin einfach noch eins von den Kraftwerken, also von den Windturbinen. Dann müsste das jetzt eigentlich erstmal passen. Wasser hat jetzt auch natürlich genug. Eine Polizei können wir uns leisten. Vielleicht an irgendeiner Stelle, wo möglichst viel abgedeckt wird. Das ist leider nicht so einfach. Eigentlich müsste ich die hier unten auch abreißen können. Nein, kann ich nicht. Aber dann kann ich vielleicht nach hier in die Polizeistation setzen. Ja, die kommt nach dahin und dann kann hier der Strom von mir aus wieder nach dahin geleitet werden. So, das war das. Jetzt ist auch noch Nacht. Dann komme ich wieder die Polarlichter? Nein, noch nicht. Ja, vielleicht später. Jetzt noch ein bisschen Gewerbegebiet. Mal erstmal mit einer kleinen Straße, würde ich sagen. Obwohl. Irgendwo an der geschickten Stelle. Ich meine, hier hinten sind die Leute eh. Hier fahren sie zur Arbeit. Könnte man das eigentlich schön auf den Weg legen, nur dass der gesamte Weg dahin eigentlich nur eine große Brücke ist. Egal, machen wir das Ganze einfach mal nach hier. Ob das jetzt so gut ist, weiß ich nicht. Kann ich jetzt nicht so genau sagen. Ich mach's einfach. Gucke mal, was dabei rauskommt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die Müllhalde hat kein Wasser. Ich weiß auch nicht, ob die welches braucht. Die Schneedeponie ist zu 0% voll. Der Schnee schmilzt ja auch wieder, stand da. So, Industrie, keine Nachfrage mehr, das macht aber nichts. Hinten das Forstgebiet ist soweit dann bebaut. Freie Flächen sind noch massig da. Falls wieder Nachfrage kommt, sollte das auch kein Problem sein. Das nächste, also wieder Wohngebiet ein bisschen. Ja, wobei, Gewerbe, so die hier unten bauen sich nicht. Ist vielleicht nicht so ganz attraktiv da unten. Ja, ich lege mal eine breite Straße hier rein. So. Erstmal als Sackgasse. Von wo aus dann genau dazwischen. Bitte, ich möchte, dass da keine Lücke bleibt. Hier auch eine Straße führt, die dann Gewerbegebiet wird. Machen wir das Ganze mal so. Wasser darf auch nicht fehlen. Wird eh dann später noch alles umgebaut zu den Heizrohren, die auch im Vergleich dazu ganz schön teuer sind. Hier 20 Credits pro Zelle und 0,08 Credits pro Woche pro Zelle. Die kombinierten kosten 100 Credits pro Zelle, das Fünffache. Herzlichen Glückwunsch, winzige Kleinstadt. 1100 Einwohner, eine Oberschule, wir können Haustierverbot. Nein, 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 nein. Verringert Müllansammlung etwas und verringert die Bürgerzufriedenheit etwas, ja eben. Also ohne Haustiere geht gar nicht. Raucherverbot? Nö. Gott, sollen sie rauchen, wer will, ist mir doch egal. Parks, die Schule ist ausgemacht, machen, okay. De und Dekoration kann endlich gemacht werden. Also, auf geht's. Parks. Schneemannpark. Das sind neue Parks hier.
Schlittschuhbahn, sehr schön. Grillpark, ja, eignet sich besonders gut für den Winter. Eine Skihütte. Ein Rodelhang. Eine Curlingbahn, ja, super. Langlaufpark. Daraus machen wir dann ein Biathlonstadion am besten. Wie groß ist denn der? Ja gut, das lohnt sich kaum. Eisskulpturenpark, der ist schön klein, der passt wahrscheinlich noch in so eine Lücke hier rein. Skihütte. Was war das hier? Das war der Grillpark. Eine Schlittschuhbahn. Super. Schöne neue Sachen. Und natürlich ein Schneemannpark, ganz normaler kleiner Park. Ich packe mal eins nach hier oben hin. So, an die Ecke kommt mal der Schneemannpark. So, das mit dem Strom passt noch. Ey, ist wieder kräftig am Schneien. Nach hier unten kommt mal eine Schlittschuhbahn. Am besten so, dass das ein bisschen, dass das auch ein bisschen was abdeckt hier. Ohne zu viel abreißen zu müssen allerdings. Ich möchte nicht so viel abreißen eigentlich. Hier ging es, wenn ich nur ein Haus abreiße, aber ich glaube, dass das trotzdem. Na, es passt genau da rein. Perfekt. Die Curlingbahn war recht teuer, ne? Nein, das geht. Können wir uns leisten, auf jeden Fall. Kommt nach hier unten in eine Curlingbahn. So, tja, ich habe halt gerne, dass möglichst viele Leute das gleichzeitig dann nutzen können. Ja, die passt hier doch ganz genau rein, ne? Sind ja wahrscheinlich genau einen Block über. Aber egal, ich packe die jetzt. Na, hier könnte man natürlich auch noch was setzen, ne? Wenn ich hier wieder den Strom entferne, könnte man doch bestimmt die Curlingbahn nach hier hinsetzen. Ja, perfekt. Curlingbahn. Dann kannst du von da auch deinen Strom nehmen, genau. Dann können diese Masten direkt weg. So, jetzt möchte ich dann auch sehen, wie die Leute jetzt hier Curling spielen. Los, hopp. Gut, ist ja mitten in der Nacht, ne? Eher unwahrscheinlich, dass jemand mitten in der Nacht Curling spielen geht, okay. Stimmt ja. So. Ich baue jetzt hinten erstmal weiter. Nordheim, hier dieser Teil, soll so ein bisschen, außer jetzt hier dieses Zentrum, ne, soll so ein bisschen kurvig gebaut sein, so. Ja, zufällig entstanden, in Anführungsstrichen, ne, so natürlich gewachsen. Während dann hinterher hier irgendwo auch so ein geplantes Stück kommt, denke ich mal, dann später auch mit Hochhäusern, Wolkenkratzern, wie auch immer, dass ich das so ein bisschen aufteile. Machen wir mal hier so rum. Dann hier. Vielleicht kommen wir ja hier hinten an. Ja, passt das doch eigentlich ziemlich gut. Machen wir das mal von hier aus weiter. Das mal so um die Kurve. So und so. Mit dem Strom, das wird sich dann hinterher schon noch regeln. Ich reiß die erstmal wieder ab, wie schon so oft in diesem Let's Play. Weil die natürlich Bauplatz wegnehmen. Bauen wir das hier mal so drum rum. Ah, ich speichere gerade automatisch. So. Machen wir hier so eine kleine Stichstraße rein. Und so, hier so eine kleine ganz geschwungene Straße. Könnt ihr die auch noch verbinden, aber lassen wir es mal so. Kannst du hier noch ein bisschen um die Kurve rum? Ja. Perfekt, genau so möchte ich das haben. Jetzt machen wir es einfach so. Einfach ein riesen Rechteck ziehen. Alles wird dann automatisch hier belegt. Wasser kommt natürlich noch. Machen wir das so.
Das passt natürlich dann nicht. So ein bisschen Überlappung ist ja nicht verkehrt. Und das verbinden. Das hier runter, das nach deinen von mir aus. So. Arztpraxis reicht bis nach da hinten hin nicht. Die Feuerwehr reicht nicht, die Polizei reicht nicht. Die Grundschule reicht eh nicht. Die ist aber auch eh schon fast belegt. Könnte man dann natürlich überlegen, ob man nicht gleich noch eine zweite Grundschule anlegt. Habe ich also den Einbahnstraßen genommen? Nein. Oder? Nein. Nein, nein, weil die, ich dachte jetzt gerade, die hat nur so einen kleinen Radius, aber ich glaube, größer ist der auch nicht. Ja. So. Ein Pärkchen. Na, hier kommt Skihüttle. Okay. Die hat einen großen Radius, also kann die irgendwo. Ein bisschen hier so ans Ende der Straße hinten, in der Sackgasse. Endet in der Skihütte hier. Dann weiß ich, mache ich die Belegung wieder weg. Los geht's. Hier unten werden nämlich Arbeitsplätze gebraucht. Oder Arbeitskräfte gebraucht. Und zwar dringend. So, Sonnenaufgang da hinten. Sonnenaufgang über Nordheim. Die ersten Leute werden ja dann mit Sicherheit jemand kommen fürs Curling. Hm? Naja, ich weiß, es wird wahrscheinlich noch dauern. Ich guck mal, was bei den anderen Parks los ist. Wenn ich noch wüsste, wo ich die hingepackt habe. Da. Da ist die Schlittschuhbahn. Ja, da sind welche da unterwegs. Natürlich mit Hund. Selbstverständlich ist der Hund mit drauf. Der kann natürlich auch mit Schlittschuh fahren. Weil ich, ja, gehen ja auch mal wieder die Animation. Oh, Pirouette. Sehr schön. Da hat sich halt jemand auf die Nase gelegt. Na los, Pirouetten haben wir jetzt genug gesehen. Jetzt wär's mal mit einem doppelten Achsel oder so. Oder mit einem dreifachen Lutz. Biet man Pirouette? Auch nicht. Naja. Gut, die sind wahrscheinlich nur arbeiten, die das gerade können. Hier ist die Skihütte. Schauen wir uns auch mal kurz an. Also es ist eigentlich eine Hütte. Nein, ich hätte dann gerne ein Skiwasser und so, ne? Wäre jetzt nicht schlecht, wenn mir das jetzt jemand eben an den Schreibtisch bringen würde. Schon wieder nicht genug Strom da? Es ist schon wieder nicht genug Strom da. Entschuldigung, hier vorne wird es jetzt etwas laut, aber muss man halt mit leben. Der andere Park war hier. Das ist der Schneemann-Park, ne? Genau, hier stehen die ganzen Schneemänner rum. Ich möchte jetzt bitte die Animation sehen, wie er einen Schneemann baut. Nicht? Schneeballschlacht? Auch nicht. Na gut. Kommt noch die Animation fürs Curling, da bin ich mal gespannt drauf. Wobei, hier ist gerade keiner, aber gut, das kommt noch bestimmt. Kümmern wir uns erstmal um den Rest der Stadt. Ja, es werden natürlich Arbeitskräfte benötigt. Wo ist denn das Fenster? Da Bevölkerung. Naja, 8 oder 9% jetzt sind arbeitslos, die können dann da unten auch arbeiten, ne? Es gibt zwar Arbeitslosengeld 2, okay, und auch Arbeitslosengeld 1, aber erstmal wird jetzt hier unten gearbeitet, ne? Ist ja nicht so, als wäre nichts frei. Die suchen ja Leute. Die suchen Leute, obwohl hier nur 9 Bäume stehen, aber. Ne, es sind 12 Bäume. Aber die suchen auf jeden Fall Leute. 12 Arbeiter. 12 Arbeiter, die sich um 12 Bäume kümmern. Natürlich. Jeder hat seinen ganz personalisierten Baum. Das macht doch Sinn. Ernsthaft?
Oh. Tja, ich wollte jetzt eigentlich hier in die Straße legen und dann hier oben wieder andocken, aber das lassen wir dann. Oder ich reiß später hier eins der Häuser wieder ab und ziehe das einfach rüber. Aber muss ja auch nicht gerade jetzt schon sein. Erstmal die Stadt sich entwickeln lassen.